willkommen, liebe Gäste. Ich möchte Sie und euch ganz herzlich willkommen heißen hier heute Abend zu unserer Grüne im Dialog-Veranstaltung zum Thema Wie schnell klappt der Atomausstieg? Viele sagen, wir hätten uns auf das Thema gesetzt. Das war 83, 2002 und 2010 die Plakatreihe. Aber, und jetzt hier ein wichtiger Punkt, wir Grünen sagen, wir müssen auch schneller raus, als wir es mal vorgesehen haben, denn irgendwo zwischen 2020 und 2025, das war das Ergebnis, was wir hatten nach dem Ausstieg. Jetzt wird oft gesagt, geht denn das überhaupt? Und da würde ich mich jetzt nicht auf grüne Zahlen beschränken, sondern auf die geltenden Gesetze und das, was die schwarz-gelbe Bundesregierung selber beschlossen hat. Dies ist die Kurve des Atomstroms, wie sie mal vorgesehen war nach dem rot-grünen Ausstiegsgesetz, das Gelbe. Das Blaue sind die Zahlen, hier ist ein Irrtum meinerseits drin, des ersten erneuerbaren Energiengesetzes von 2001. Danach wollten wir 2020 20% unseres Stroms erneuerbar erzeugen und im Jahre des Herrn 2010 sollten es 12,5% sein. Das ist mein Irrtum gewesen. Und jetzt kamen wir an die grüne Linie, das ist die Realität. Die Realität sagt, wir sind heute bei 17%, also da ist mein eingestandener Irrtum. Und 39% ist das, wozu sich die Bundesregierung, Schwarz-Gelb, Herr Röttgen, Frau Merkel, Herr Brüderle, rechtlich verbindlich gegenüber der Europäischen Union im Jahre 2010, nämlich im August, bevor sie die Laufzeitverlängerung beschlossen haben, verpflichtet haben, so viel Strom wollen sie im Jahre 2020 erneuerbar erzeugen. Wenn Sie diese beiden Zahlen hier vergleichen, werden Sie feststellen, auch Schwarz-Gelb ist der tiefen Überzeugung, dass Erneuerbare nicht nur Atom ersetzen kann, sondern dass Erneuerbare sogar in der Lage wären, ein Fenster aufzumachen, in dem man auch das eine oder andere ineffiziente Kohlekraftwerk schlicht und ergreifend vom Netz nehmen könnte. Dann gibt es einen weiteren Punkt, der immer wieder gesagt wird, ja, wir gehen dann raus und dann kriegen wir ganz viel Strom aus dem Ausland. Es gibt einen europäischen Markt, wir importieren und exportieren, das ist auch nichts Neues, das haben wir früher auch getan. Interessant ist, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat. Das Energieimportland Deutschland ist nämlich durch den sehr stürmischen Ausbau erneuerbaren Energien zu einem Netto-Stromexporteur geworden. Wir haben in 2010 ungefähr in der Größenordnung von 7 Großkraftwerken die Jahresleistung von 7 Großkraftwerken netto exportiert. Also, wenn Ihnen wieder jemand erzählt, hier gehen die Lichter aus, wenn man diesen Weg geht, von dem jetzt ja auch Herr Lindner überzeugt ist, angeblich, dass das gehen würde, das ist nicht der Fall. Das Einzige, was passieren würde, wir würden übrigens nicht den Stadtwerken, sondern das ist ein Privileg der sehr großen Unternehmen RWE, E.ON, EnBW und Vattenfall und Co., Ihnen wegnehmen, dass Sie hier in Deutschland für 2 Cent in alten Braunkohleanlagen oder auch in alten Atomanlagen Strom produzieren, um ihn dann entsprechend zu verkaufen. Also, was muss man jetzt machen? Man muss erstens verhindern, dass in der jetzigen Situation Fakten in die falsche Richtung geschaffen werden. Das würde zum Beispiel stattfinden, wenn man jetzt, auf welcher Rechtsgrundlage auch immer, die ältesten Anlagen stilllegt und die Betreiber dann von ihrem Recht Gebrauch machen würden, diese Laufzeiten auf andere Kraftwerke zu übertragen. Das geht formlos, wenn man von einem alten auf einen neuen das tut. Das hieße zum Beispiel, wenn man die Laufzeiten von Biblis A und B, wenn die jetzt sofort stillgelegt werden, übertragen würde auf Gronde oder auf Lingen, das sind 2 neuere Kraftwerke, Gronde im Grenzgebiet zu Nordrhein-Westfalen, dann käme man auf Laufzeiten über das Jahr 2050 raus. Diese Anlagen hätten eine Gesamtlaufzeit von 63 Jahren. Und das kann man nur verhindern, wenn man die Gesetze verhindert. Und zwar erstens muss man die Laufzeitverlängerung vom Herbst zurücknehmen. Das hat denen zusätzliche beschert. Und zweitens muss man rechtlich sicher für die endgültige Stilllegung dieser ältesten AKWs sorgen.
Das ist die Grundvoraussetzung, um so etwas wie einen schnelleren Atomausstieg glaubwürdig machen, diese Gesetze zu ändern. Dann muss man für den Rest in dieser Situation dafür Sorge tragen, dass es nicht nur strengere Sicherheitsüberprüfungen gibt, sondern dass diese Sicherheitsüberprüfungen auch nach dem Stand der Technik erfolgen sind. Das heißt, es muss das kerntechnische Regelwerk, das ist sozusagen das Betriebshandbuch oder die TÜV-Anleitung für diese Anlagen, endlich rechtsverbindlich in Kraft gesetzt werden. Auch das verweigert Herr Röttgen weiterhin. Und das muss man dann am Ende überführen in ein neues Atomgesetz, was etwas macht, was die Brücke, die angeblich die Kernenergie sein sollte, endlich ernst nimmt. Nämlich die Reststrommenge für die verbliebenen Atomkraftwerke, die muss an das Wachstum der erneuerbaren Energien angepasst werden. Und dann kann man auch schneller raus. Nur muss man sich darüber im Klaren sein, dass dieses schneller raus bestimmte Voraussetzungen hat. Springen wir mal drüber über den Atommüll, das will sowieso keiner außerhalb von Niedersachsen hören. Ja, bin ich befangen. Wir brauchen also eine Novelle des Erneuerbaren Energiengesetzes, um zum Beispiel die Potenziale beim Repowering von Windkraft, bei der Nutzung höheren Effizienz von Biomasse zu nutzen. Dieses geht nur, wenn in diesem Bereich auch die Planverfahren verbessert werden. Machen wir ein bisschen. Was passieren muss, ist die Restriktionen, die für den Aufbau von solchen Anlagen gemacht werden, vermindert werden. Da gibt es welche, auf die komme ich gleich noch. Aber eines finden Sie hier unter Vorrangflächen als Beispiel. Müssen Sie sich klar machen, dass in Baden-Württemberg, in Bayern und in Hessen der Anteil des Windstroms kleiner als 1% ist. Das liegt nicht in der Topografie, weil dann könnte man nicht erklären, dass im vom Harz geprägten Sachsen-Anhalt der Anteil 15% ist, auch im Binnenland. Sondern das hat eine einfache Ursache. Es ist in diesen Ländern eine massive Verhinderungsplanung getrieben worden. Es war faktisch nicht möglich, relevante Anlagen zu machen. Und diese haben ein riesiges Potenzial. Allein in Baden-Württemberg gibt es eine Kapazität unter Berücksichtigung, dass man natürlich nicht in ein Naturschutzgebiet geht, dass man nicht in besonders geschützte Waldflächen reingeht, also unter Ernstnehmen all dieses, von 10.000 MW. Wir diskutieren zurzeit darüber, dass wir sehr lange Leitungen von Offshore-Anlagen brauchen, um in den Süden zu kommen. Die Wahrheit ist, als erstes und wichtigstes und übrigens am preisgünstigsten auch für die Verbraucher und Verbraucherinnen ist es, die Onshore-Potenziale dadurch zu heben, dass man die bürokratische Verhinderungsplanung in Süddeutschland verhindert. Da sind wir in Baden-Württemberg auf einem guten Weg, aber wir brauchen bundeseinheitliche Regelungen, damit das auch in Bayern nicht mehr passiert. Hier ist ein ganz schönes Beispiel, wie man die Akzeptanz von erneuerbaren Energien richtig in den Keller bringen kann. Wer mal mit Bürgerinitiativen bei ausgewiesenen Windparks gesprochen hat, der wird sagen, aber die dürfen nie zu hoch sein. Die Frage, liegt das vielleicht daran, können Sie das erkennen, können Sie das schätzen? Nein, das kann niemand schätzen. Die Höhe macht sich an etwas anderem fest, nämlich daran, dass oben auf dem Ding ein Blinklicht ist, damit das Flugzeug nicht dagegen fliegt. Das ist nicht nötig. Wir müssen das Luftverkehrsgesetz ändern, damit diese Form von Befeuerung zum Beispiel ein Ende ist. Dann erhöht sich die Akzeptanz für solche Anlagen. Und wir brauchen natürlich auch neue Technologien, wie zum Beispiel Gezeitenkraftwerke und neue Wasserkraft. Wir brauchen auch etwas, was die andere Seite in den Griff bekommt. Nämlich, dass wir eine ständige Verlagerung und Ausweitung der Nachfrage nach Strom haben. Sie können da das eine oder andere Lied von singen. Es gibt ein Einsparziel, aber dieses ist nicht verbindlich und wir plädieren dafür, durch entsprechende Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, tatsächlich die Nachfrage nach Strom zu dämpfen. Das geht, indem man zum Beispiel stromsparende Geräte und Maschinerie in der Industrie einführt, zum Beispiel bedarfsgesteuerte Lüfter
bedarfsgesteuerte Pumpen. Das ist heute alles nicht die Regel. Die sind entweder an oder aus. Es gibt sozusagen einen intelligenten Mechanismus da überhaupt nicht. Solche Investitionen zu befördern, das gehört zwingend dazu, wenn man schneller raus will aus der Atomenergie. Was man braucht, ist für Elektrogeräte so etwas zu haben, dass das energieeffizienteste Gerät den Standard für morgen setzt, und wir müssen das Einsparziel, was die EU als freiwilliges Ziel hat, endlich verbindlich machen, nämlich bis 2020 20% unseres Gesamtenergiebedarfs, und das ist der Energiebedarf für Wärme, für Wasser, für Wärme, Strom und für Mobilität entsprechend einsparen. Hinzu kommt, dass wir uns mit dem bestehenden Kraftwerkspark auseinandersetzen müssen. Wir wollen, dass das Bundesemissionsschutzgesetz so geändert wird, dass dort nicht nur die Frage, wie viel Blei und Quecksilber aus dem Schornstein rauskommen darf, sondern auch wie viel CO2 da rauskommen darf, eine Rolle spielt. Und da gilt für uns das Gleiche wie für andere Geräte auch. Den Maßstab setzt die effizienteste Technologie. Die effizienteste Technologie, die wir heute haben, sind moderne Gas- und Dampfturbinenkraftwerke, die einen Wirkungsgrad von 58% haben. Künftig soll kein Kraftwerk zugelassen werden, sowieso nicht an illegalen Baustellen, wie zum Beispiel in Datteln, sondern überhaupt nicht, das weniger als 58% hat. Und wir wollen dann für den Bestand einen schrittweisen Prozess einführen, wo ausgehend von den jetzigen Regelungen auch Mindestwirkungsgrade für die bestehenden Kraftwerke festgelegt. Das Ergebnis wird sein, zum Beispiel, dass Kohlekraftwerke nicht mehr ohne Kraft-Wärme-Kopplung hier genehmigungsfähig wären. Wir brauchen dann natürlich eine bessere Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung von Blockheizkraftwerken. Da springen wir jetzt mal rüber. Wir brauchen vernünftigere Planungen in den Übertragungen und ein Energieleitungsausbaugesetz. Ich will nur mal darauf hinweisen, Frau Merkel hat sich ja bis vor kurzem darin gefallen zu behaupten, die Grünen wären so die Dagegenpartei. Es gibt einen, der hat als einziger bisher einen Gesetzentwurf vorgelegt zum beschleunigten Ausbau, jetzt ruhig weitermachen, zu Stromtrassen. Und da war unter anderem das vorgesehen, nämlich in dem Bereich, wo der massivste Ausbaubedarf ist, nämlich im Bereich der Mittellast, im Zweifel, wenn das an Wohnungen vorbeigeht, in die Erdverkabelung zu gehen oder in Naturschutzgebieten. Ich erinnere mich aber noch daran, also der Mensch hieß Jürgen Trittin, 2005. Ich erinnere mich aber auch daran, wer damals dieses Gesetz blockiert hat. Das war die Mehrheit von CDU und FDP im Bundesrat, die gesagt haben, das wollen wir nicht. Und selbstverständlich muss man sich der Mühe unterziehen, der Frage des Ausgleiches von solchen Lastspitzen und Verbrauchsspitzen in den Griff zu bekommen. Dazu gehören Pumpspeicher in Skandinavien, dazu gehören auch Pumpspeicher in Deutschland. Das will ich deutlich sagen. Wir haben inzwischen auch ein paar Projekte, zum Beispiel im Harz, konventioneller Art, neuere Projekte, zum Beispiel in Nutzung alter Minen, in dem sozusagen im Berg solche Pumpspeicher auf den Weg gebracht werden. Schließlich, können wir ruhig weitergehen, Harald, einfach auch noch weiter, auf einen Punkt, genau. Hier ist etwas, wo man sagt, was hat denn das mit Strom zu tun? Das hat sehr viel damit zu tun. Es ist nicht nur aus Klimaschutzgründen, ein Drittel sozusagen der privaten CO2-Emissionen entstehen durch die Wärmebereitstellung, sondern es hat ursächlich etwas mit unserer Struktur zu tun. Nämlich die Frage, wie viel Gas wir verwenden, um Wärme bereitzustellen. Ich möchte das Gas für was anderes verwenden, ich möchte aber nicht zusätzlich Gas importieren und nicht zusätzlich CO2 importieren. Warum brauche ich das Gas? Wenn unsere Vorstellungen für den Ausbau von erneuerbaren Energien so vorangehen, was passiert dann? Wir haben plötzlich ganze Tage, wo tagsüber die Sonne scheint und wir bei hohem Photovoltaikanteil, wenn dennoch der Wind scheint, plötzlich eine tagsüber 100% Versorgung mit erneuerbaren Energien haben. Wir hatten schon mal einen Vorgeschmack für so etwas, ich glaube 2009 Weihnachten,
Da hatten wir bei ganz geringer Nachfrage so viel Windstrom im Netz, dass wir einen negativen Strompreis über den ganzen Tag hatten. Also man kriegte Geld dafür, dass man Strom abgenommen hat an der Leipziger Börse. Das wird natürlich, wenn wir nicht mehr von 17% heute erneuerbaren Strom, sondern von fast 40% reden, viel häufiger eintreten. Nur das Problem stellt sich in dem Moment, wo man in der Nacht ist und die Photovoltaik nicht mehr zuliefern kann. Also muss man in diesem Bereich Ausgleiche haben. Dazu dienen die Pumpspeicherkraftwerke, dazu können dienen auch Elektrofahrzeuge, aber es wird bestimmte Regelenergien, und zwar flexibler Regelenergie, bedürfen. Das können keine Kohlekraftwerke, es können auch, jedenfalls nicht, wenn sie komplett runtergefahren werden müssen, Atomkraftwerke, die sind nur flexibel, so zwischen 50% und 100% Leistung. Also braucht man dafür einen Energieträger, der schnell flexibel einsetzbar ist. Das ist Gas, das kann auch Biogas sein, aber zurzeit würde das erstmal Erdgas sein. Und wenn wir das Gas einsparen wollen, dann müssen wir den Gasverbrauch, der entsteht dadurch, dass wir unsere Häuser schlecht isoliert haben und wir sie deswegen mehr mit Gas heizen müssen, entsprechend besser isolieren. Und deswegen ist eine der Grundvoraussetzungen, um schneller aus der Atomenergie rauszukommen, ist, dass wir aus der Situation rauskommen, dass wir zurzeit gerade mal 0,6% unseres Gebäudebestandes jährlich wärmedämmen. Da sind wir also noch nicht mal in 150 Jahren fertig, wenn das so bleibt. Das zu steigern, deswegen stehen hier insgesamt 4 Milliarden für jedes Jahr, die wir brauchen. Und man muss dabei auch neue Techniken einsetzen. Sie sehen das da rechts. Das sind zum Beispiel solarthermische Anlagen, die zur Warmwasseraufbereitung dienen. Deswegen darf man auch nicht kürzen, wie das die Bundesregierung getan hat bei dem Marktanreizprogramm. Wenn man das macht, dann kann man in der Tat schneller raus. Aber ich plädiere dringend dafür, sich gerade vor diesen Schwierigkeiten, also Verbesserung in der Infrastruktur, Geld an die Hand zu nehmen für Investitionen in Wärmedämmung, Umstrukturierung unserer Speichersysteme, sich vor diesen wichtigen Problemen nicht wegzuducken, sondern gerade als Grünen haben wir die Pflicht, das mit zu benennen. Das sind die Voraussetzungen, wenn man ernsthaft nicht nur über Moratorien reden will, sondern schneller raus will, als wir uns selber mal vorgenommen haben. Die Debatte erlebt haben und erleben, stellt die Energiewirtschaft in Deutschland schon ziemlich auf den Kopf. Es gibt ja nicht die Energiewirtschaft, sondern es gibt die vier großen Verbundunternehmen, es gibt große und kleine Stadtwerke, es gibt Stadtwerke, die sind auf allen Wertschöpfungsstufen tätig, die haben also eigene Kraftwerke, haben Kraft-Wärme-Kopplungen, haben Netze, Vertrieb. Es gibt kleine Dorf- und Gemeindewerke, die vielleicht nur Gas und Wasser anbieten. Es gibt Independent Power Producer, also internationale Unternehmen, die nur Kraftwerk betreiben. Es gibt Ökostromanbieter. Also es gibt eine ganze Bandbreite verschiedenster Teilnehmer in der Energiewirtschaft und die haben alle unterschiedlichste Interessen. Und in der Debatte um die Atomlaufzeiten hat sich das ja auch Bahn gebrochen. Der Verband kommunaler Unternehmen, der die Interessen der Stadtwerke vertritt, hat sich ja sehr kritisch geäußert zu der Laufzeitenverlängerung, weil die Laufzeitenverlängerung, und ich diskutiere jetzt nicht vor dem Hintergrund, dass wir die angesprochen haben, sondern von der ordnungspolitischen Seite, natürlich die Marktmacht der vier Konzerne gefestigt hat, Wettbewerb verschlossen hat und auch in den Investitionen in Kraft-Wärme-Kopplung und so weiter verhindert hat. Was wird jetzt die Frage sein, wie soll das jetzt weitergehen? Wenn, und das erwarten auch die kommunalen Unternehmen, auf welcher Rechtsgrundlage auch immer, ich kann da jetzt an dieser feinsinnigen Debatte jetzt nicht teilnehmen, weil ich nicht über alle Informationen verfüge, aber wenn es jetzt dazu kommen sollte, und wir erwarten das alle, dass mindestens die 7 AKWs nicht mehr ans Netz gehen werden, vielleicht, weil ja auch Grüne jetzt Verantwortung tragen, in Baden-Württemberg noch 2 weitere, dann muss die Frage gestellt werden, wer geht jetzt in diese Lücke? Da gibt es technische Fragen, also Fragen, gibt es eine Versorgungsunsicherheit? Und die zweite Frage ist, welche Kraftwerke werden diese Aufgaben übernehmen oder kommt es zu verstärkten Importen? Importen aus dem europäischen Ausland, und Sie alle wissen, dass im europäischen Ausland die Dinge natürlich ganz anders diskutiert werden.
Kommt es zu zusätzlichen Investitionen, zum Beispiel in Gaskraftwerke, ja oder nein? Welche Rolle spielen Kohlekraftwerke, auch Kohlekraftwerke, die abgängig gewesen wären nach dem alten Regime? Gerade im Ruhrgebiet stehen viele Kohlekraftwerke aus den 70er und 80er Jahren, die Wirkungsgrade von 33-35% haben. Welche Rolle sollen die spielen? Welche Rolle spielt die Kraft-Wärme-Kopplung? Welche Rolle spielt die Energieeffizienz? Ich glaube, dass die Stadtwerke hier eine große Rolle spielen können. Sie sind leider sowohl, also von allen Regierungen leider nicht besonders gut behandelt worden, Stichwort Netzregulierung und andere Themen. Insbesondere die jetzige Bundesregierung hat uns gar nicht gefragt. Und ich glaube, dass wir aber eine starke Rolle spielen können. Wir stehen für 80% aller Verbraucher in Deutschland, aber nur für 20% der Energieerzeugung. Und wir stehen eigentlich bereit, diese Lücken zu füllen. Erstmal einkaufen, also man beschafft den Strom an den Märkten. Es wird heute nicht mehr so gemacht, wie man das früher gemacht hat, dass man ihn quasi aus dem eigenen Kraftwerk an die eigenen Kunden verkauft. Sondern die eigenen Kraftwerke vermarkten den Strom in den Großhandelsmarkt. Aus dem Großhandelsmarkt, aus der Börse, kauft man den Strom wiederum zurück. Eine Ausnahme sind die erneuerbaren Energien. Das heißt, hat man ein Ökostromangebot, muss man ihn zertifizieren lassen. Wir in Wuppertal haben das schärfste Zertifikat, das ist das OK Power Label. Das heißt, wir verkaufen Ökostrom. Bislang leider nur an 1000 Kunden in Wuppertal. In den letzten zwei Wochen haben sich aber weitere 3000 dafür interessiert. Also es gibt eine, heute Morgen habe ich 4 oder 5 Verträge für große Kunden unterschrieben. Also es gibt einen erheblichen Trend in diese Richtung, aber alles noch auf ganz niedrigem Niveau. Verkauft man also diesen Ökostrom, kommt er aus genau identifizierten Anlagen, in unserem Fall aus, aus Österreich und aus der Schweiz. Den anderen Strom, den sogenannten Graustrom, also der nicht aus diesen zertifizierten Quellen kommt, der wird an den Märkten allgemein eingekauft. Und dieser Strom, den sieht man gewissermaßen seine Herkunft nicht an, sondern es gibt eine Stromkennzeichnung im allgemeinen Strommarkt, und zwar in einem Jahr für die nächsten 2 Jahre, und dann ist in jedem Strom überall der gleiche Atomstrom, der gleiche Steinkohlestrom, der gleiche Braunkohlestrom reingemischt. Hat man jetzt hohe Einerzeugungsanteile, wie das bei uns der Fall ist, durch 2 Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, werden die zusätzlich beigemischt und deswegen kommen wir auf 7% Atomstrom in Wuppertal. Ist es jetzt möglich, heute, also wenn ich heute eine Entscheidung treffe, weil mich Fukushima umgestimmt hätte, ist es heute möglich, ab morgen oder ab Montag auf Atomstrom in Wuppertal zu verzichten? Nein, das ist nicht möglich, weil es gibt keine zertifizierten Quellen, wo ich diesen Strom unmittelbar zukaufen kann. Das ist einfach nicht möglich. Das Zweite ist, jeder Stromanbieter, auch ein Ökostromanbieter, braucht Ausgleichs- und Regelenergie. Denn wir kaufen den Strom ein für das nächste Jahr, für die nächste Woche, für den nächsten Monat. Wie viel Strom an diesem Tag genau verbraucht wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zum Beispiel Temperatur oder anderes. Dann gibt es eben Leistungsveränderungen und diese Leistungsveränderungen müssen zugekauft werden oder abgegeben werden, damit es nicht zu Leistungsspitzen kommt. Das sind dann Ausgleichs- und Regelenergie. Diese Energie wird durch die Übertragungsnetzbetreiber zugewiesen oder abgeholt, damit wir immer eine ausgeglichene Spannung haben. Das entscheide ich gar nicht, sondern es passiert. Und dieser Strom kommt aus dem allgemeinen Strommix und da ist natürlich auch immer Atomstrom drin. Das gilt auch für jeden Ökostromanbieter. Atomstrom freien Strom ist nur möglich, wenn es keine Atomkraftwerke mehr gibt. Wir können diese Entscheidung für uns nicht treffen. Wenn es aber in Deutschland keine Atomkraftwerke mehr gibt, heißt es noch lange nicht, dass wir keinen Atomstrom haben, weil wir durch die europäische Politik, gewollt durch die meisten politischen Vertreter, eine größere Market Coupling, wie wir sagen, also das heißt eine europäische Integration gibt, europäische Kuppelstellen dann ausgebaut, jetzt kommt auch automatisch zu Bilanzausgleichen der europäischen Stromversorger und wir kriegen Strom aus dem europäischen Ausland nach Deutschland oder wir schieben Strom rüber, teilweise wird es vermarktet, teilweise ist es ein Ausgleich. Also wird dann auch immer Atomstrom drin sein. Es ist eine Illusion zu sagen, solange es noch Atomkraftwerke gibt in einem relevanten Netz, hätten wir keinen Atomstrom, das gibt es. Zu wem? Ein gewisser Winfried Kretschmann hat die letzten Wochen immer in seinen Wahlveranstaltungen eine Geschichte erzählt. Die geht ungefähr so, es ist das Jahr 1986. Im baden-württembergischen Landtag findet ein Rededuell zwischen ihm und einem gewissen Erwin Teufel statt, damals Fraktionsvorsitzender der CDU, später Ministerpräsident. Und im Angesicht der Katastrophe hat Erwin Teufel gesagt, jetzt muss man
die Kernenergie ethisch grundsätzlich neu bewerten. Das war vor 25 Jahren. Und vor 10 Tagen hat Frau Merkel eine Kommission eingesetzt, die soll bis zum Ende Mai die Kernenergie grundsätzlich ethisch neu bewerten. Fast ein wörtliches Zitat. Und das ist das, was mich zurzeit stört. Es hat 25 Jahre nach der Feststellung von Teufel diese Neubewertung durch die, die es gefordert haben, nicht gegeben. Und es hat stattdessen ein Festhalten an der Technologie gegeben und ein sich über die Zeit stehen. Ich bin mir nicht sicher, ob Ihnen das diesmal nochmal gelingt. Insofern kann die Geschichte anders ausgehen. Aber dass ich da jedem frommen Bekenntnis Glauben schenke, zum Beispiel heute hat der Umweltminister die Reaktorsicherheitskommission beauftragt, bis zum 16. Mai sich die Anlagen mal anzugucken. Ich habe mir diesen Katalog angeguckt, der Fragen, die die da diskutiert haben. Ich habe gedacht, die kriegen jetzt einen Auftrag. Aber die haben keinen Auftrag gekriegt, die haben nur Themen vorgegeben. Ja, reden Sie mal so, was so bei Brockdorf bei Überschwemmung passiert und so. Und da muss man fairerweise sagen, das Umweltministerium selber ist viel weiter. Es gibt im Umweltministerium eine komplette Prüfliste, was man mit diesen Anlagen machen müsste. Zum Beispiel eine vierfache Auslegung, doppelt unabhängig der Notstromversorgung. Es gibt die Forderung, an jedem Atomkraftwerk muss es mindestens eine verbunkerte Notstandswarte geben. In Biblis gibt es nur eine halbe, nämlich für jeden Block eine. Und die ist auch nicht verbunkert. Das heißt, hier wird mit großer Geste über Sicherheit gesprochen, aber es wird nicht mal das umgesetzt, was man selber in der eigenen Abteilung weiß. Herr Röttgen ist ein Staatsschauspieler in dieser Hinsicht, aber er setzt nicht das um, was selbst seine Abteilung Reaktorsicherheit ihm aufschreibt. Ja, vielen Dank. Kurze Nachfrage. Die Grünen haben immer dieses Moratorium kritisiert, fehlende Rechtsgrundlage, wobei manche gedacht haben, immerhin passiert da jetzt endlich mal was, die werden jetzt vom Netz genommen. Jetzt hat aber auch der Ex-Präsident des Bundesverfassungsgerichts gesagt, das seien illegale Maßnahmen. Wie haben wir das einzuschätzen, was das Moratorium betrifft und was können die Folgen sein? Na, mit Sicherheit ist Herr Papier besserer Jurist als ich, bin nämlich keiner. Aber das Ganze funktioniert nur so lange, solange die Betreiber stillhalten. Sie haben einen nach dem Gesetz verbrieften Rechtsanspruch, ihre Reststrommengen abzuarbeiten. Und wir werden ja nachher noch drauf kommen, wie man damit umzugehen hat. Und ich glaube, die aus den Vorstandsetagen kolportierte Bemerkung, man würde damit bis zum 18 Uhr vom letzten Sonntag warten, die zeigt eben, wie in diesen Vorstandsetagen nach wie vor gedacht wird. Man kann Anlagen vom Netz nehmen, man kann dafür auch eine Rechtsgrundlage finden. Ich habe sowas 7 Jahre praktiziert, aber diese Rechtsgrundlage ist nun mit Sicherheit die falsch ausgesuchte. Wir hatten schon den Verdacht, dass der Herr Hennenhöfer, das ist der ehemalige Ehrenfunktionär, der jetzt der oberste Aufseher über die Reaktorsicherheit in Deutschland ist, das mit Absicht ausgesucht hat, damit, wenn einer seiner alten Kumpels klagt, sein Verbot auffliegt.